Hallo, herzlich willkommen. Es gab da so einen Aufruf im Vorfeld, der ging irgendwie so durchs Netz durch. Für diese Veranstaltung Magnet oder der Haut, Chip eingesetzt, wir nennen dich nicht Cyborg und würden uns über Vorträge dazu freuen. Nun ja, ich dachte mir, ich liefere dann mal einen, denn irgendwie passt das doch so ein bisschen zu mir. Das war so quasi meine Bewerbung als Arzt hier. Jetzt habe ich so einen Labcode gekriegt und na, mal schauen. Meine Frage in die Runde: Wer hat sonst so ein Magnetimplantat? Niemand. Okay. Ja, das ist in dem Umfeld relativ häufig sogar mittlerweile, habe ich festgestellt, dass recht viele Leute irgendwie ein Magnetimplantat haben. Deshalb ja, dachte ich, ich frage mal nach. Im Vortrag hier gibt es noch diverse Fingerabdrücke von meine Hand, wo der Magnet drin ist, also schöne viele Bilder. Da kann sich Starbuck dran freuen, für den Fall, dass man wieder einen Vortrag über Biometrie machen möchte oder sonst jemand was ausprobieren möchte. Die Finger, die dort drin sind, habe ich nicht in Benutzung. Viel Spaß damit. Zumindest nicht für Fingerabdrücke. Ja, was war meine Motivation dafür, das zu machen? Ich wollte elektromagnetische Felder spüren. Sprich, wie fühlt sich das an, so mit der Hand in so einem elektromagnetischen Feld rumzugehen und es kribbelt irgendwie oder es wackelt oder sonst wie auch immer. Ich konnte mir das einfach nicht vorstellen. Ich habe andere Freunde gefragt, die auch Amateurfunk machen und die auch einen Magnetenfinger haben. Ich kenne da zwei, aber die sagten dann so, nee, noch nie ausprobiert, noch nie wirklich was gespürt oder auch noch nie in starken Feldern drin gewesen. Also muss ich den Selbstversuch starten. Für mich war auch die Frage dabei, stört es eventuell beim Funken? Sprich, wenn ich irgendwie am Funkgerät sitze und dort sende, spüre ich das dann irgendwie, dass es einfach auch nervt? Das werde ich dann auch irgendwie im Laufe des Vortrags einfach mal zeigen, was da irgendwie so ja abgeht. Im Grunde sind auch zwei Teile vom Vortrag. Erstmal auch so, wie die Implantation halt läuft. Wie, ja, oder was man alles so spüren kann. Also generell so das Thema Magnetimplantat, einfach mal allgemeiner Abriss darüber. Und natürlich auch das Thema Funk kommt auch noch drin vor. Und natürlich, was ich auch machen wollte, ist ein bisschen Spielerei. Das ist dann halt so die Kleinigkeit, dass man halt einfach mal irgendwie so eine Büroklammer nimmt und diese dann anhebt, wie man es auch hier auf dem Bild vorne auch sieht. Das klappt manchmal besser, manchmal schlechter, je nachdem, ob ich irgendwie gerade schlecht geschlafen habe oder sonst wie auch immer. Und ab und zu hängt sie dann auch dran und naja, der kleine alte Trick, irgendwie hast du einen Magnet im Finger oder so. Kleine Spielereien halt. Wo macht man das Ganze? Ihr geht am besten dafür in ein Piercing-Studio. Es gibt so ein paar, die sich schon ein bisschen drauf spezialisiert haben. Magnet im Finger ist nichts Neues. Da gab es ja schon vor, ich weiß nicht, 10 Jahren beim Chaos Communication Kongress irgendwie schon einen Vortrag dazu, wo sich jemand das hat einsetzen lassen. Es gibt Piercing-Studios, die auch schon irgendwie mehr als 7 Jahre Erfahrung dafür haben. Geht recht gut. Ihr kriegt da halt auch eine Beratung vorab, das ist überhaupt kein Thema. Meistens ist es sogar so, dass zum Jahresanfang, zumindest bei dem Piercer, wo ich war, der hat auch so ein bisschen Clubumfeld quasi als Kunden. Und er sagt auch so, ja, zum Jahresanfang habe ich immer so 10 Leute da, die wollen auch ein Magnetimplantat haben. Das ist so, nach dem Kongress gibt es so einen kleinen Fallout von Leuten, die halt da hinkommen. Das heißt, sprecht vorher ab, ob er auch entsprechend Magnete da hat, ansonsten müsst ihr ein bisschen warten. Das Ganze findet so nach Feierabend statt, weil es ein bisschen ruhiger dann ist. Die Operation dauert halt ein bisschen, so eine halbe Stunde müsst ihr schon einplanen, bis ihr damit fertig seid dann hinterher. Da kommen halt noch ein paar Sachen dazu. Kostenpunkt für das Ganze sind so momentan zwischen 150 und 300 Euro, kommt auf das Studio an, kommt halt auch auf den Magneten an, den ihr einsetzen lassen wollt. Und bei mir war das jetzt im Februar, 5. Februar dieses Jahres, also vor 7 Monaten habe ich das gemacht und mittlerweile konnte ich da doch schon recht viel Erfahrung halt sammeln, wie das mit dem Magneten im Finger so ist. Das Ganze sieht dann so aus, dass das der Magnet ist. Größe 4,5 mm im Durchmesser. Das ist ungefähr so groß wie eine Süßstofftablette, damit ihr so ein Bild davon habt, von der Größe. Die Flussdichte des Magneten, da gibt es auch unterschiedliche, liegen so momentan zwischen 4,5 Millitesla und 5,5 Millitesla. Das ist ungefähr so stark, wie ein Kühlschrankmagnet ist. Also von der Stärke her, aber nicht von der Größe, nicht von der Fläche her. Aber von der Stärke ist das ungefähr die Größenordnung. Das sind Neodym-Eisenbohrmagnete, das ist momentan das Stärkste, was man so kriegen kann als Dauermagnete.
in dieser Zusammensetzung und da ist nochmal eine Silikonummantelung außenrum. Das sieht man so ein bisschen schwach auf dem Bild, oben und unten. An der Seite natürlich auch komplett Silikonummantel. Die ersten, die sich halt was einsetzen lassen, waren halt ohne Ummantelung. Da kann es auch mal sein, dass der Magnet irgendwie beim Zupacken kaputt geht. Und dann hat man halt den Kladderadatsch irgendwie so im Finger hängen. Das ist auch nicht ganz so toll. Das Bild hat Jannis gemacht. Der hat es irgendwie eine Woche vorher, hat er sich den Magneten einsetzen lassen. Ich habe vergessen, so ein Bild zu machen. Ich habe es einfach von ihm jetzt übernommen. Er hat mir das dann auch mal zur Verfügung gestellt. Ist auch ganz lustig, so andere Leute noch so kennen, die Magneten im Finger haben, sich ein bisschen auszutauschen. Ist das bei dir auch so? Und es klappt schon ganz gut. So, auf dem nächsten Bild, was kommt, ist Blut drauf. Wer es nicht sehen möchte, möchte bitte seine Augen zuhalten. Ich sage noch hinter Bescheid, wenn es wieder okay ist. Das ist ein kurzes Bild von der Implantation. Das ist noch wenig Blut. Es gibt bei anderen, die haben hinter alles rot unten drunter. Das ist wenig. Das Ganze funktioniert dann so, dass der Magnet desinfiziert werden muss. Der wird ja in die Haut eingelegt. Das heißt, er kann auch nicht erhitzt werden in dem Fall. Also nicht sterilisiert werden durch Erhitzung. Denn Hitze würde den Magneten zerstören. Also da werden die weißen Bezirke drin aufgelöst. Und dann funktioniert der Magnet einfach nicht mehr. Also der lässt dann halt einfach nach, so von der Stärke. Das heißt, der wird dann in Desinfektionslösung halt eingelegt. Und bleibt da halt so 20 Minuten drin, zwischendurch mal umdrehen wie so ein Kotelett irgendwie, damit beide Seiten halt ordentlich sind und bleibt erstmal drin. Der Finger wird vorbereitet, dass halt einfach ein Handschuh reinkommt, die Fingerkuppe abgeschnitten von dem Finger, den man halt operieren möchte. In der Regel wird der Finger verwendet, der an der schwachen Hand liegt, der Ringfinger auch ganz gerne, dann halt auch am Rand das Ganze eingesetzt, wo es halt nicht ganz so stark stört. Es gibt auch Möglichkeiten, das in den Handballen einzubauen. Da kann man auch stärkere Starkmagneten einbauen, ist aber auch nicht allzu häufig. Also mehr ist wirklich der Ringfinger dann halt von der schwachen Hand. Naja, war ganz lustig irgendwie dort. Es ist halt so ein Piercing-Studio, was irgendwie so das Ganze dann auch im hinteren Raum macht, den irgendwie so ein bisschen, naja, so ein Raum, der so ein bisschen runtergekommen schon aussieht. Also was heißt runtergekommen? Er ist sauber, aber der Stuhl hat schon bessere Zeiten erlebt. Wird auch erstmal die Boxen aufgedreht und irgendwie Bad Religion draufgeschmissen und auf der Fensterbank stehen noch diverseste Sorten von Intim-Piercings, die man sich anschauen kann. Also lustige Atmosphäre, macht Spaß, da halt einfach reinsetzen zu lassen. Was wird gemacht? Grundsätzlich wird ein Schnitt gemacht am Rand, so 5 mm Länge, ne? 4,5 mm ist der Magnet groß, 5 mm Länge Schnitt. Und dann wird ein bisschen so das Gewebe halt rausgenommen, damit dann Platz gemacht wird für eine Narbentasche. Dann liegt der Magnet da drin und hinterher wird es einfach zugenäht. Zum Gucken, ob es dann irgendwie auch funktioniert, kann man die Skalpellklinge anheben. Das nächste Bild ist dann nochmal mit der zugenähten Narbe. Wenn das nicht sehen möchte, bitte weiterhin die Augen geschlossen halten. Ist aber ansonsten kein Blut mehr drauf. Bei der Wundheilung sieht es halt so aus, es ist eine offene Wunde, die muss halt auch geschützt werden, deshalb irgendwie ein paar Tage lang Pflaster tragen, immer wieder desinfizieren. Ist auch am Anfang relativ sensibel, also man merkt so ein Pochen halt einfach da drin, ist halt eine offene Wunde, völlig normal, dass halt so für 2-3 Tage ein bisschen pocht, dann lässt es auch nach, aber man ist noch relativ sensibel, man merkt nicht viel halt auch, man merkt nur den Magneten, da ist was drin. Kann auch sein, dass der Körper sagt, es ist ein Fremdkörper, ich möchte ihn abstoßen, dass er dann auch rausgeschoben wird. Das ist dann aber alles auch, ich sag mal, beim guten Piercer im Preis mit Inhalten, dass man auch wieder rausnehmen kann, dass er auch sagt, okay, komm, bei dir hat das nicht funktioniert, nehmen wir ihn raus. Oder wir probieren es am anderen Finger oder einfach nochmal in 3-4 Wochen, vielleicht klappt es dann besser. Die Lage vom Magneten sollte so sein, wo bei mir hier diese dicke Markierung drauf ist. Da sollte eigentlich liegen, tatsächlich liegt er aber inzwischen weiter zur Fingerkuppe hin. Die Narbentasche ist bei mir ein bisschen tiefer halt geworden, irgendwie der Schnitt zu tief geworden oder sowas in der Richtung, kann man halt irgendwie schlecht irgendwie auch beeinflussen. Vielleicht ist er auch weiter runtergerutscht. Auf jeden Fall liegt er jetzt mehr in diese Richtung, wo jetzt diese Magnetkugel drauf liegt. Was ich machen kann, ist, ich kann ihn regelmäßig noch wieder zur Seite ziehen, den Magnet mit anderen starken Magneten. So halt die Lage korrigieren, 20, 30 Sekunden an anderen starken Magneten dranhalten. Man sieht es, eine Autoantenne quasi, so eine Magnetfußantenne, der Magnet ist stark genug da drin, um zur Seite zu ziehen, klappt ordentlich.
Wenn man zu viel damit rumspielt, dann das sieht man ein bisschen schlecht wahrscheinlich vom Kontrast hier. Aber hier vorne habe ich jetzt inzwischen ab und zu mal so eine kleine Wunde. Das ist dann Bluterguss einfach, passiert halt. Wenn man zu viel spielt, dann quetscht man sich das Gewebe halt auch ein, passiert. Einfach dann mal ein bisschen pausieren, nicht mehr so häufig mit rumspielen. Es sind auch leichte Schmerzen da, das merkt man auch einfach, muss man abheilen lassen. Ich habe gestern auch wieder so viel rumgespielt, heute fühlt sich auch wieder komisch an, also passiert halt ab und zu mal. Was kann man denn so alles spüren damit? Das fing dann so am nächsten Tag einfach an. Naja, Induktionsherd, das ist recht beliebt, weil er halt sehr starkes magnetisches Feld aufbaut, hier über das Induktionskochen. Man spürt es auch noch recht weit, so 10 cm Entfernung, klappt noch ganz gut. Auch sehr nett ist die Duschtüre morgens. Die meisten werden ja mit Magneten zugehalten, wenn man jetzt nicht einen Vorhang hat, aber so eine Duschtüre, komplett einmal die ganze Leisten Magnet drin. Ja, man packt die Tür an und bleibt mit dem Finger dran hängen. Kühlschranktüre ist der gleiche Spaß, wird ja auch mit Magneten zugehalten. Man entdeckt dann erstmal überall, wo Magneten im Haushalt sind. Immer ganz lustige Sachen dabei. Was ich auch ganz nett fand, ist Lautsprecher natürlich. Die spürt man auch so, einfach Gehäuse anpacken. Oder was dann so nach 4-5 Monaten bei mir kam, ist dann, weil der Finger noch sensibler wird, Lautsprecher vom Smartphone. Hier unten ist ein Lautsprecher drin und den spüre ich hier so auf diese Entfernung so von 5 mm, merke ich, wie der Lautsprecher den Magneten anzieht und dadurch dann halt einfach das Gewebe anregt und ich durch diese Narbentasche und die Reste der Nerven halt dort einfach das spüre, dass der Magnet durch die Gegend gezogen wird. Das ist jedes Mal so, Telefon aus der Tasche holen, ist mittlerweile dann so, oh, Lautsprecher, macht Spaß. Was man auch noch viel spürt, sind natürlich Motoren. Das ist der typische Küchenmixer oder auch natürlich die Bohrmaschine, die man zu Hause noch liegen hat. Ihr solltet auch mal schauen, wo in eurem Laptop der Lüfter drin ist. Ich habe es bei meinem Firmenrechner den Fall, den kann ich auch mit der internen Tastatur kaum noch bedienen, weil der Lüfter genau unter Q und W liegt auf der Tastatur. Und wenn er so mit 6000 Umdrehungen da durch die Gegend wandert, dann merke ich da schon sehr stark, dass dieser Laptop-Lüfter einfach nervt. Externe Tastatur hilft da, schaut aber vorher nach, wenn ihr euch einen einsetzen lassen wollt, wo ist der Lüfter bei eurem Laptop. Was ich auch noch spüre, ist dann im Haushalt die Dunstabzugshaube. Die hat so ein starkes Magnetfeld, dass die auch noch irgendwie, also durch den Motor halt bedingt, dann auch noch so in 20, 30 cm Entfernung zu spüren ist. Das ist echt massiv dort. Generell so auch Elektromotoren in Zügen, die sind ganz beliebt, Straßenbahnen, ICE und so weiter. Es gibt entsprechende Sitzplätze und die kleine Community von Magnetfingern, Menschen mit Magnetfingern tauschen sich schon aus, welcher ICE, welche Sitzplätze am besten sind, um den halt zu spüren. Also macht auch schon Spaß halt irgendwie dann das mal so festzustellen, wo ist überall jetzt irgendwie ein Motor drin und so. Vor allen Dingen beim Anfahren, das ist halt sehr starkes Magnetfeld, hohes Drehmoment, was man da braucht. Das läuft dann schon ganz gut. Also Durchlauferhitzer sind auch noch ganz nett. Das ist so ein englisches Modell, die dann direkt in der Dusche montiert sind. Ich habe keine Ahnung, wie die das irgendwie machen. Ich glaube, das wird in Deutschland nicht zugelassen werden. Aber diese englischen Modelle, stehst unter der Dusche, schaltest ein und das erste war dann so, was ist denn jetzt los? Stromschlag oder so? Nein. Dicker, fetter Trafo da drin und der hat mich total irritiert am Anfang. Passiert eh ständig, so überall, wo ein Trafo drin ist, so eine Tischlampe anzupacken, wenn ich die halt anmache, da ist ein Trafo drin, in dem Moment fängt der Finger halt an zu vibrieren oder der Magnet, eher gesagt, den Finger. 50 Hertz vibrieren ist schon nicht ohne. Also man merkt ja erstmal, wie schlecht manche Trafos gebaut sind, wie viel Strahlung die rausgehen. Du hältst dann immer noch so 10 cm die Hand drüber und du spürst immer noch diesen blöden Trafo da drin. Einfach diese Strahlen zu spüren, die man nicht sieht, aber man merkt es dann. Auch Trafo-Netzteile, hier so Laptop-Netzteile und sonst was auch immer. Überhaupt nicht geschirmt. Also der Magnetismus, der da rausgeht, ist richtig, richtig heftig. Ich glaube, die Winkelkatze kann ich auch bestimmt irgendwie modifizieren. Ne? Nicht ganz. Mal gucken, ist auch ein Magnet drin. Aufpassen sollte man ein bisschen beim Spielen. Büroklammerspender, vielleicht kennt ihr die, die stehen dann so auf den Schreibtischen rum. Ich habe mich mit einem Kollegen unterhalten, da stand dieser Büroklammerspender rum. Ich dachte mir so, hey, Büroklammern, ich angel mir mal eine Spielrunde mit der Büroklammer rum.
Was ich jetzt total vergessen habe, ist, dass diese Dinge auch einen Magnet am Rand drin haben. Man nimmt die ja, stellt die auf den Kopf, damit so ein Büroklamm am Rand halt rauskommt. Und steckt meinen Finger irgendwie in das Loch da oben rein und musste erstmal kurz aufjaulen, weil der Magnet doch sehr stark da oben ist. Passt also auf beim Spielen. Auch im Büro gibt es ganz andere Verstecke noch. Bildschirme, die großen Bildschirme haben teilweise die Glasscheiben vorne mit Magneten befestigt. Das heißt, am Rand spürt ihr überall Magneten. Wenn ihr irgendwie einen Bildschirm anpackt, so bleibt dann auch der Finger manchmal dran klemmen oder man denkt so, was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Auch generell Laptop halt einfach so die Ladekabel davon oder der Verschluss davon. Hier die so mit magnetischen Anschlüssen sind hier, die Apple-Geräte, sind auch recht starke Magneten einfach da drin. Also da bleibe ich auch ständig dran hängen. Genauso wie es halt irgendwie Ladekabel für die Uhr halt ist, was magnetisch an die Uhr anklemmt, merke ich auch jeden Abend, wenn ich die Uhr abnehme, ich bleibe da auch mit dem Finger erstmal an der Uhr hängen. Auch so Cover für Tablets, die auch mit Magneten befestigt sind, spürt man halt ganz schön. Was ich lustig fand, war dann irgendwann, als ich bei einem Tesla das Ladekabel angeschlossen habe, die Ladeklappe wird auch magnetisch zugehalten. Aber ich spüre leider nicht den Strom, der durch das fette Ladekabel durchgeht. Also die 63 Ampere Strom, die da durchgehen, die sind gut genug geschirmt, die spüre ich nicht. Ist kein Wechsel, ja, ist ein Gleichstrom, der da durchgeht, genau, das ist das Problem halt, oder nicht Problem. Ich bin aber gespannt, wo ich noch Geheimverstecke entdecke, die mit Magneten einfach zugehalten werden, dass ich dann irgendwie einfach nur entlang gehe und so, ach, Magnet, okay, vielleicht kann ich da drücken und es geht dann auf oder so, mal schauen. Spielerei ist natürlich auch mit dabei, das Übliche mit der Büroklammer, was ich gerade schon zeigte, oder halt Magnetspielzeug, das sind dann so, kennt ihr bestimmt irgendwie, habt ihr bestimmt auch irgendwo zu Hause rumfliegen, einfach mal so ein paar Magnetkugeln oder sonstige Stabmagneten, die man sich dann einfach nehmen kann und irgendwie einfach mal an den Finger hängt oder so und damit dann rumspielt oder mal eine Runde pendeln geht oder sowas in der Richtung. Aber wie gesagt, wenn es so viel macht, dann gibt wieder ein Bluterguss. Ich lasse es auch heute mal sein, das ist echt viel. Was auch spaßig ist, ist, es gibt Laptops, die halt mit Magneten die Displayklappe dann halt sperren. Das heißt, man geht einfach mal irgendwo hier rüber und macht den Laptop aus damit. Hoppla. Jetzt habe ich den Vortrag kaputt gemacht. Ah, da kommt es wieder. Sehr gut. Ist dann immer ganz nett, wenn man die Kollegen irgendwie im Büro irritieren möchte und dann mal eben mit dem Finger über den Laptop streicht und den Laptop ausschaltet damit oder zumindest in Ruhemodus runterfährt. Was auch ganz lustig ist, Kindle, hatte ich dann auch festgestellt, irgendwie, ich kann den mittlerweile sperren und entsperren durch einen magischen Wisch. Kommt auf das Modell an, die Paperwhites klappen noch ganz gut, bei den Voyages ist mittlerweile irgendwie so ein dicker, fetter Magnet hinten dran, der schmerzt sogar, wenn ich den einfach in der Hand halte. Das heißt, so in der linken Hand kann ich nicht damit lesen, weil irgendwie dieser Magnet richtig heftig ist, also schon sehr nervig. Auch spaßig sind Eisenspäne, einfach mit denen irgendwie rumzuspielen oder unter ein Blatt Papier legen und dann auf dem Blatt Papier einfach rummalen. Das klappt ganz lustig, also ganz lustig, das irgendwie hinterher zu ziehen. Was ich auch nochmal ausprobiert habe, ist an einem Theremin zu spielen, was ja ein elektrisches Feld aufbaut. Aber das elektrische Feld lässt sich leider nicht noch mit dem Magneten beeinflussen. Also es hat keinen Unterschied gemacht irgendwie, ob ich Magneten damit habe oder nicht. Ich hätte vielleicht gedacht, dass man damit so ein bisschen irgendwie wie so ein Schwingkreis das Ganze anpassen könnte, ein bisschen ändern könnte. Aber was wiederum wieder lustig ist, sind so Read-Kontakte. Also Kontakte, wenn zum Beispiel so Endabschalter, die jetzt nicht direkt mechanisch funktionieren von Fenstern, sondern die einfach einen Magneten noch mit dran haben, zu zeigen, dass der Kontakt zu ist, gern bei Alarmanlagen eingesetzt zum Beispiel. Ach ja, einfach mit Magneten drüber gehen und dann auch zu zeigen oder der Anlage vorzugaukeln, es sei einfach mal zu. Klappt ganz gut. Nachteile von so Magneten, neben denen, die ich ab und zu schon zwischendurch genannt habe, ist dann auch solcher Mist. Wenn ihr lötet und dann halt irgendwie Sachen abschnibbelt, alles was so metallisch ist und nicht allzu schwer ist, bleibt dran hängen. Das ist vor allen Dingen, ja gut, mit Magnetfinger geht's noch. Wenn ihr den großen Stabmagneten in der Handkante drin habt, dann ist das richtig fies, weil ihr ständig über den Tisch damit drüber wischt und habt ständig dann irgendwie Reste dran hängen. Was auch ein bisschen blöd ist, ist, dass ein Kompass verfälscht werden kann. Ach, genau die beste Reaktion darauf.
Ja, bei Smartphones geht es wirklich so, dass du um 180 Grad drehen kannst. Du kannst das Smartphone, ist ein relativ sensibler Magnetkompass drin, die kannst du einmal komplett rumdrehen. Auf dem Schiff habe ich bis zu plus minus 10 Grad halt verfälscht. Also ich sollte jetzt nicht navigieren und mich gleichzeitig mit der linken Hand am Kompass aufstützen. 10 Grad Verfälschung macht schon einen anderen Hafen aus. Also es ist nicht ganz so gut. Magnetkarte habe ich bisher nicht gelöscht gekriegt. Also irgendwie hier so eine Bankkarte oder sowas. Das ist zu schwach dafür, das Feld. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich irgendwie so Floppy-Disk noch löschen könnte. Aber ich habe keine Floppy-Laufwerke mehr zu Hause, um das mal zu testen. Vielleicht kommt das noch mal irgendwann. Was auch noch sehr blöd und auch vor allen Dingen schmerzhaft ist, ist ein Flip des Magneten. Wenn das äußere Magnetfeld sich ändert, kann es sein, dass der Magnet sich in Finger selbst dreht. Also Horizontaldrehung ist nicht ganz so schlimm, wenn er halt flach liegt, aber ihr habt ja gerade gesehen, sieht aus wie eine Süßstofftablette. Wenn das Ganze sich dann halt übertrieben senkrecht stellt, kann schon sehr schmerzhaft sein, vor allen Dingen, wenn ihr dann irgendwas anpacken wollt in der Bahn, irgendwie zum Beispiel euch festhalten wollt und dann quasi einmal so auf den Knochen drauf drückt, ist nicht ganz so angenehm. Also das ist auch eine Gewöhnungssache. Am Anfang war es richtig unangenehm, mittlerweile habe ich daran gewöhnt. Ich merke es auch, wenn er sich schon wieder anfängt zu flippen, einfach wieder gerade legen, flach legen mit einem anderen Finger, dann geht es auch schon wieder. Aber anfangs war es wirklich so unangenehm. Das merke ich dann auch beim Autofahren. Lenkrad hat einen Metallring drin, Eisenring. Und da will auch immer der Magnet hin. Also wenn ich das Lenkrad anpacke, das Eisen ist Magnetismus halt hinter. Und der Magnet, der zieht sich immer so ein bisschen in diese Richtung. Also ich merke es nach dem Autofahren auch immer, dass der Finger ein bisschen gereizt ist. Genauso, wenn ich auch den Blinkerhebel anpacke, ist halt genau dummerweise Ringfinger links mein Blinkerhebel. Immer, wenn ich den Blinker anpacke, guckt ihr gerade, ist auch ein Blinkerhebel oder habt ihr einen anderen Finger als Blinkerhebel? Also bei mir ist es der Ringfinger. merke ich jedes Mal halt irgendwie, dass ich auf den Magneten drauf drücke. Es ist bisschen unangenehm zu anfangen. Ich hörte von anderen auch, die haben Probleme mit Klettern. Ich bin nicht so unbedingt der Kletterer, aber wer halt irgendwie so klettern geht, kann auch den Finger nicht mehr unbedingt hundertprozentig einsetzen dafür. Kommt drauf an, wo er liegt. Was auch blöd ist, ist an Lautsprechern rumbasteln. Ja, das muss ich dann schmerzhaft erfahren. Ich habe das dann sehr schnell abgebrochen. Erstmal oder nur mit der rechten Hand weitermachen. Aber Lautsprecher haben sehr große und sehr starke Magnetfelder. Das ist genauso wie halt im Rechenzentrum irgendwie die ganzen Lüfter, die da halt sind von den Rechnern, spürst du auch ständig. Das ist manchmal unangenehm. Ein Nachteil, woran die meisten zu Anfang denken, sind solche Geräte. Das ist tatsächlich so die Frage, die mir so nach dem Warum als nächstes gestellt wird. Dann kannst du auch nicht mehr ins MRT. Wer von euch war noch nie in einem MRT? Die meisten. Wer war mindestens einmal im MRT? Mindestens zweimal? Das sind ganz wenige nur noch. Das ist auch wirklich die Frage, wer braucht es regelmäßig? Wer muss regelmäßig da rein? Ich war einmal bisher drin, das war bevor ich den Magneten reingekriegt habe. Ich weiß auch nicht, was passiert. Vermutung. Hast du das schon mal gesehen? Meldet sich jemand? Du weißt es. Also wird warm, wird heiß, tut weh und führt dazu, dass... Okay, die Hand geht Richtung Magnet. Also das heißt, die ganze Hand geht dahin. Also aber der Magnet wird nicht rausgerissen, oder? Also es kann auch sein, dass er rausgerissen wird. Das ist auch meine Vermutung halt einfach. Der wird auf jeden Fall warm. Gut. Das sind Geräte, die haben ungefähr 1,5 Tesla, 1,5 Tesla. Das sind 4,5 Millitesla hier. Andere Größenordnung. Und natürlich der Stärkere gewinnt in diesem Fall. Das heißt, das MRT wird einfach entweder meine Hand hinziehen oder halt der Magnet wird rausgerissen. Und warm wird er. Es gibt, oder er wird auch entmagnetisiert, kann auch sein, dass er komplett entmagnetisiert wird. Es gibt momentan Vermutungen, dass es eventuell bestimmte Sequenzen von den Geräten gibt, wo es nicht warm wird oder wo es nicht kaputt geht, ist alles noch nicht ausgetestet. Ich habe selber auch noch nicht ausgetestet. Es gibt die Story halt irgendwie, früher konnte man einfach bei den alten Geräten nassen Waschlappen drum machen, das stimmt ab, aber ich glaube, das stimmt auch nicht so ganz. Eine Frage hier?
Die Frage ist, ob ich mir ihn kurzfristig rausnehmen lassen würde. Ja, wenn es nicht anders geht. Damit habe ich mich auch abgefunden, auch vorab halt. Das ist auch in dem Gespräch vorab, was du durchführst. Ist das genauso drin? Wäre für mich auch ein Fall, dann, dass ich ihn rausnehmen lassen würde. MRTs können auch Menschen mit Cochlea-Implantaten, also sprich hier für Wiederhören. Die Geräte können es auch nicht nutzen, weil dort auch Magneten im Kopf eingesetzt werden. Die haben halt also auch das Problem, dass sie MRTs nicht nutzen können. Die neuen Geräte, die neuen MRTs, die werden mit ungefähr 3 Tesla betrieben, magnetischer Flussdichte. Da gibt es sogar schon Probleme mit Amalgamfüllungen. Die meisten von euch dürften wahrscheinlich noch, wenn sie Füllungen haben, Amalgamfüllungen haben. Selbst die werden dann schon problematisch. Also muss man einfach mal schauen. Es gibt ja noch ein paar Alternativen, die zwar nicht hundertprozentig das abdecken können, was ein MRT machen kann, aber in Richtung Computertomographie lässt sich auch noch einiges machen oder radiologisch generell bestimmt auch irgendwie noch in anderen Methoden. Aber halt MRT ist tatsächlich jetzt eine Sache, die ich nicht mehr nutzen kann aktuell. So, wie sieht's aus mit Funken? Da oben habe ich nichts gespürt. Das sind alles elektrische Antennen. Und da spüre ich einfach wirklich nichts. Gut, ich muss dazu sagen, ich bin auch nicht direkt in die Nähe, also in das Sicherheits- oder in den Sicherheitsabstand von der Antenne gegangen. Also direkt mal daneben stellen und irgendwie Finger dran halten, habe ich nicht gemacht. Ich wollte auch nicht den Mast hochklettern oder so. Werde ich aber auch noch mal in nächster Zukunft irgendwie ein bisschen ausprobieren, mal gucken, ob ich da was spüren kann. Aber bisher habe ich direkt an Antennen nichts gespürt. Bitte. Die Frage ist, ob ich schon an Magna Blues ausprobiert habe. Ja. sehr gut. Das ist eine kleine Magnetic Loop Antenne. Also es gibt ja elektromagnetische Felder. Die elektromagnetische Feld gibt es ja nicht das eine oder das andere. Das heißt, ihr habt das bestimmt irgendwie schon mal gesehen, diese schöne Regel mit irgendwie Stromfluss, elektrisches Feld, magnetisches Feld, Entschuldigung, rechte Handregel, dass es dann halt dort irgendwie Felder gibt, die zu 90 Grad dann halt versetzt sind, vom elektrischen Feld zum magnetischen Feld. Das heißt, man kann Antennen bauen, die elektrisch aufgebaut sind, also wie diese hier, oder Antennen bauen, die primär das magnetische Feld bedienen. Das sind ja diese Magnetic Loop Antennen. Das heißt, es ist ein Loop halt einfach und es wird dann primär erstmal das magnetische Feld aufgebaut, um dann im Fernfeld auch das elektrische Feld gleichzeitig mitzunutzen. Das war die Kurzeinführung dazu. Wenn ihr das genauer wissen wollt, macht einen Amateurfunkkurs. Das ist ein anderes Thema. Hier in diesem Fall, das sind so gesammelte Werke, die ich irgendwie im Keller vom CCCB gefunden habe. Die Antenne ist nicht für die Frequenz passend. Man sieht, es ist eine kleine Antenne. Das heißt, die ist eigentlich für eine höhere Frequenz gedacht und nicht für 42 Hertz, wie ich sie hier eingestellt habe. Ich glaube auch die Stärke, also sprich die Spannung, das Gerät konnte nur 15 Volt rausgeben, hat auch nicht gereicht einfach. Aber ich wollte es mal ausprobieren, vielleicht hätte ich ja schon irgendwas spüren können. Nee, an so einer Mac-Loop habe ich nichts gespürt. Vielleicht mal eine größere testen, wenn wir irgendwo mal eine größere haben für... Du bringst eine mit demnächst? Okay, in 3 Wochen kann ich euch mehr dazu sagen. Wir testen dann das nochmal. Super. Was ich aber auch vermute, ist, dass ich hohe Frequenzen nicht spüren kann, weil der Magnet sich dann zu schnell bewegt. Das ist ungefähr wie Flimmern von Monitoren. Ist meine Analogie. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Die meisten können ja so, ich sag mal, Flimmern bei 50 Hertz noch gerade sehen. Das hört so bei 70, 80 Hertz auf halt. Monitore, die flimmern, alte Röhrenmonitore, so kennt ihr sicherlich. Ich vermute, das ist mit Magneten im Finger ähnlich. Also sprich, dass ich das wie Flimmern wahrnehme und das auch nur bis zu einer bestimmten Frequenz wahrnehmen kann. Was ich aber gespürt habe, sind so Übergänge. Das ist sogenannte RF-Leakage, die an Übergängen von Kabeln zu anderen Gerätschaften halt dann teilweise da rauskommen. Also in der Nähe davon habe ich tatsächlich gespürt, ob da jetzt gerade ja quasi Saft durch die Leitung geschoben wird oder nicht. Das geht. Und dann habe ich irgendwo nochmal so einen netten Kollegen rumstehen gesehen. Das ist ein Verstärker. Ein Power Amplifier. Der macht so 2500 Watt. In Deutschland sind der Lauf für Amateur von 700 Watt. Ist okay, kriegen wir hin. Man braucht den nicht kompletter Stärke befahren. Achso, ja, Wackelaugen gehören auch dazu übrigens. Ne? Also, richtiger Verstärker braucht Wackelaugen.
Und der Verstärker hat hinten so einen Ringkern drin. Und irgendwann stand ich in der Nähe und denkst, was ist das denn? Und ich konnte immer wieder was spüren. Auf der anderen Seite des Verstärkers hat jemand gerade gemorst. Und ich konnte im Abstand von 0,5 Meter in etwa spüren, was gerade gemorst wurde. Das dit und das da. Es wackelte jedes Mal im Finger. Und ich fand das total lustig, weil der Verstärker muss ja nicht direkt in der Nähe von der Morsetaste liegen oder stehen. Das heißt, ich kann auch 5 Räume weiter, wo der Verstärker steht, immer noch mithören, was dort jemand gerade morst. Jeder Buchstabe einzeln zu spüren. Bei Sprache sieht es ähnlich aus. Da kann ich zwar nicht hören, was dort gesagt wird, aber es ist zu spüren, wie gerade die Amplitude ist, ob jemand gerade überhaupt reinspricht oder auch leise und laut reinspricht. Das heißt, die Amplitude war komplett zu spüren, in der Nähe davon. Das fand ich schon irgendwie relativ spannend. Und an der Stelle muss ich auch noch mal ein bisschen weiter forschen, testen. Ne? In 3 Wochen machen wir eine Magnetic-Loop-Antenne, mal gucken, ob das auch klappt. Oder ob es noch irgendwie andere Möglichkeiten gibt, ob ich vielleicht auch noch mehr mit rumspielen kann. Kann ich mir vielleicht irgendwie ein Morse-Dekodierer bauen, wo ich nicht irgendwie das Dit und Dat hören muss, sondern wo ich es einfach nur spüren kann. Mal gucken, ob das vielleicht auch klappt. Ein letzter Punkt noch zur Entfernung des Magneten. Es kann sein, wenn ich irgendwann meinen würde, ich würde ihn mal raushaben wieder. Bekannter von mir hat ihn sich jetzt rausnehmen lassen. Er hatte auch einen anderen Magneten ohne Silikonhülle drum, sondern mit einer anderen Hülle. Die Hülle hat sich aufgelöst. Er hat immer noch Reste, also Metallspäne, Magnetreste im Finger. Das heißt, mein Finger ist immer noch magnetisch, obwohl er jetzt keinen Magneten mehr drin hat. Wird bei mir wahrscheinlich eher nicht der Fall sein. Aber was ich mich eher frage, ist, ob ich irgendwie Verlustschmerzen habe danach. Sprich, dass ich mich jetzt schon so dran gewöhnt habe, irgendwo Felder zu spüren, dass mir danach irgendwas fehlen würde. Und jetzt nach 7 Monaten würde ich sagen, ja, mir würde sicherlich was fehlen. Ich will ihn drin behalten. Es macht einfach Spaß, irgendwie damit mal rumzurennen und ein bisschen was auszuprobieren, mehr zu spüren, immer wieder neue Sachen zu finden. Wenn jetzt noch irgendjemand Fragen hat oder irgendwie mich kontaktieren möchte, da sind meine Kontaktdaten. Ansonsten, ich glaube, 1, 2 Fragen können wir gerade noch schnell machen. Bitte. Wie es aussieht mit den Flughafenkontrollen? Ja, habe ich auch schon gemacht. Wird nicht erkannt. Also so klein ist er, das wird nicht erkannt. Die Frage ist, ob ich das abschirmen kann. Leider nicht. Also Magnetfelder kannst du noch schlechter abschirmen als elektrische Felder. Du kannst Gegenfelder erzeugen in genau diesem Impuls. Das wäre vielleicht höchstens interessant für ein MRT noch, irgendwann tatsächlich so Fingerhüte zu bauen oder irgendwas auch immer, was ein Gegenfeld exakt genau zu dem gleichen wie das Gerät auch produziert, um das halt wieder auszunullen. Das ginge. Die größte Distanz, die ich gespürt habe, war tatsächlich bei dem Verstärker gerade, ist etwa 0,5 Meter. Also mehr habe ich da auch noch nicht gespürt. Gut, wenn du im Zug sitzt, musst du auf speziellen Plätzen sitzen, damit du es auch vom Elektromotor spürst, ist auch meist 0,5 Meter. Mehr ist das auch nicht. Zweite Frage. Die Frage ist, ob ich bei der Sprache über den Verstärker versucht habe, den Finger ins Ohr zu stecken. Nein. Aber ich werde es ausprobieren. Danke für den Tipp. Okay. Genau, es soll in AM gesendet werden. Da hätte ich vielleicht Chancen. Mal gucken. Kriegen wir bestimmt auch noch hin. Okay, ich möchte dich nicht mehr länger überziehen. In 10 Minuten geht der nächste Vortrag hier los. Danke. Und wenn noch Fragen sind, ich bin noch ein bisschen hier, könnt ihr mich auch noch löchern. Viel Spaß noch auf dem Rest der Veranstaltung. Nimm noch eine Mate mit.